Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sind oft das größte Kapital eines Fußballvereins. Und genau mit einem solchen Spieler des FC Ingolstadt stehe ich jetzt hier im Audi Sportpark, nämlich da, wo am Spieltag die TV-Kameras postiert sind. Benny Kaufmann ist bei mir. Servus, Benny. Servus, Mike. Benny, du bist der Einzige in der Ingolstädter Mannschaft, der auch wirklich ein gebürtiger Schanzer ist. Allerdings bist du schon ein bisschen rumgekommen, und zwar schon im Alter von 10 Jahren. Kannst du mal erzählen, wie das war damals bei dir? Ja, wie du schon gesagt hast, mit 10 Jahren von zu Hause weg ist natürlich nicht ganz leicht. Dass die Familie da komplett mitziehen muss, ist natürlich auch klar. Und habe dann eben 7 Jahre bei 60 gespielt. Habe da 7 lehrreiche Jahre auch gehabt, habe viele gute Trainer mitgenommen. Aus welchen Gründen auch immer hat es dann eben nicht mehr geklappt bei 60. Bin dann weitergezogen nach Burghausen, habe dort auch nochmal 2 Jahre gespielt und anschließend habe ich dann den Weg nach Hause, nach Ingolstadt wieder gefunden. Der verlorene Sohn quasi zurück in der Heimat. Was ist es für dich für ein Gefühl, als Ingolstädter das Schanzerwappen zu tragen? Ja, ist natürlich ein super Gefühl. Man verbindet die Heimat einfach damit. Man ist stolz darauf, auf den Platz zu gehen, sich als Ingolstädter wohlzufühlen und ist natürlich eine Heimatverbundenheit da. Du bist bislang zu einem einzigen Einsatz in der ersten Mannschaft gekommen, aber das war ein ganz besonderer Einsatz, nämlich vor fast 40.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion. Genau, da ging natürlich ein Kindheitstraum in Erfüllung. Man arbeitet eigentlich sein ganzes Leben darauf hin, hat auch ziemlich viel geopfert. Und diesen Moment zu bekommen, ist natürlich unglaublich. Wie motivierst du dich als Spieler der zweiten Reihe vor jedem Spiel? Denn man will ja auch irgendwann mal von Anfang an auflaufen. Ja, da hast du natürlich recht. Also zum einen ist es natürlich der Spaß und die Leidenschaft am Fußball. Aber zum anderen gehört es auch einfach dazu, dass wenn man draußen ist, sich warm macht, jederzeit gebraucht werden könnte. Und wenn man eben reingeschmissen wird, vor allem als junger Spieler, dann eben auf dem Punkt da ist und auch sein Bestes geben kann. Apropos Spielen, du hast ja ein ganz großes Hobby, nämlich die PlayStation. Erzähl mal ein bisschen was drüber. Ja, also hauptsächlich spielen tue ich dann natürlich auch Fußball auf der PlayStation. Nicht nur auf dem Feld macht es mir Spaß, sondern eben auch virtuell. Da spiele ich da eben das Neueste von FIFA. Und ja, das spiele ich ganz gerne mit meinem besten Kumpel. Und da spielen wir auch gern gegeneinander. Und da kommt es auch ab und zu mal vor, dass ich mich dann selber einkaufe zu Liverpool und mit mir selber dann eben auch spielen kann auf einer Linie mit Steven Gerrard und Fernando Torres, was halt normalerweise jetzt halt nicht so vorkommt. Du wohnst in der Nähe vom Klinikum. Hast du in deiner Laufbahn bislang schon mal eine richtig schwere Verletzung gehabt? Ja, hatte ich in der Zeit, als ich von 60 zu Burghausen gegangen bin, gleich in der Anfangszeit, da habe ich mir sogar eine ziemlich schwere Verletzung zugezogen, das war im Rückenbereich, im 3. Lendenwirbel habe ich mir einen Gelenkwirbel gebrochen gehabt und da bin ich eben auch schon fast 1,5 Jahre ausgefallen deswegen. Du hast aber trotzdem weitergemacht, warum? Ja, natürlich, man hat natürlich diesen Kindheitstraum immer gehabt und hat ihn eigentlich immer noch, richtig Profi zu werden und eben für das, was man eigentlich sein ganzes Leben hingearbeitet hat, eben dann auch das zu verwirklichen können. Dann wünscht man dir für die Zukunft wenig Verletzungen, verletzungsfrei am besten. Für dich alles Gute für die Saison beim FC Ingolstadt. Dankeschön, Benny Kaufmann. Damit zurück ins Stadion.